Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Beim letzten Mal, falls ihr euch noch dran erinnern könnt, haben wir Cynthia ein für alle Mal den Chaos gemacht. Sie war der Champ, wir sind nun der Champ, aber weil wir nicht hobbylos sind und 24/7 einfach nur in der Ruhmeshalle rumhängen wollen, machen wir unsere Abenteuer weiter. Maike, Patrick war eben hier und hat nach dir gesucht. Er meinte, du solltest unbedingt nach Blizzach kommen und von dort das Schiff nehmen. Doch ungeduldig, wie er nun mal ist, war er auch schon auf und davon, ehe ich mich nach mehr Informationen fragen konnte. Ach übrigens, kommst du gut voran mit der Aufgabe, mit Professor Eibel, die anvertraut hat? Stimmt, wir wollten ja unseren Pokédex vervollständigen. Lass uns mal schauen. 147 Pokémon von, ich meine, es gibt 150 oder 51. Den sollten wir doch mal fertig kriegen, oder? Ach, Zweibladdorf. Was für schöne Zeiten das doch waren hier. Gut, ich meine, was fehlt uns denn noch so im Pokédex? Wollen wir mal schauen? Ich habe nicht viel gefangen. Ignoriert einfach die ganzen Pokémon, die ich noch nicht gefangen habe. So, und zwar, wenn wir nach ganz unten gehen, werden wir sehen, dass uns hier 4 Stück fehlen. Die letzten 4. Und wenn hier Palkia ist, dann muss er hier Dialga sein. Und bei den dreien, naja, wer könnte das wohl sein? Das können ja eigentlich nur die drei legendären Seemonster sein. Eins davon sollte sich hier im Wahrheitsufer befinden. Zum See der Wahrheit, der See der Gefühle. Ja, und ich würde sagen, erstmal machen wir das so, dass wir den Pokédex vervollständigen, zumindest von den gesehenen Pokémon her. Und dann gehen wir nach Blizzach in die Afterstory. Oh, ich muss hier auf jeden Fall die Lautstärke aufdrehen für mich persönlich. Nicht nur, weil dieses Theme nice ist, sondern auch das Theme, was kommt, wenn wir gegen die kämpfen. Die lassen sich nicht einfach so easy peasy fangen. Die wollen einen Kampf. Oh Gott. Vesprit ist hier in diesem? Ich dachte, Vesprit wäre bei einem anderen. Okay, ja, hier ist Vesprit. Und weg ist es. Einfach weggeflogen. Wow. Doch kein Kampf. Professor Eibel? Maike, das war doch gerade Vesprit, oder etwa nicht? In der Bibliothek von Fleetbook hatte ich dir aufgetragen, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln, was du erfolgreich erledigt hast. Doch leider liefern diese Daten keine Antwort auf das Geheimnis der Entwicklung. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum sich nur bestimmte Pokémon entwickeln können. Letztlich habe ich nur noch mehr Fragen, für die ich eine Antwort suche. Naja, es hat auch sein Gutes. Denn so bleibt die Arbeit zumindest spannend. Maike, warum suchst du nicht nach Vesprit? Mir schien es so, als wolle es mit dir spielen. Die Landkarten-App von Pocket sollte dir den Aufenthaltsort des Pokémon anzeigen können. Also gut, Maike. Auf deinen Reisen begegnest du bestimmt noch vielen verschiedenen Menschen und Pokémon. Diese Begegnungen werden dir viele aufregende Momente schenken. Genieße es in vollen Zügen. Bis dann, Maike. Ich soll es hinterherjagen? Wie ein Kammerjäger? Oh Gott. Hat er gesagt, ich habe was für mein Pocket bekommen? Neue App? Lass mal sehen. Wo denn bitte? Das können wir mal resetten. Oh oh, alles weg. Oh nein. Der ganze Fortschritt ist weg. Für immer. Who cares? Wo ist denn die neue App? Das hier? Vesprit ist gerade hier unten. Also Leute, wir werden es ja jetzt in der Ecke die ganze Zeit sehen. Und zwar funktioniert es hier genauso wie in Gen 2, beziehungsweise Gold, Silber und deren Remakes. Wie mit den drei Hunden müssen wir jetzt Vesprit hinterherjagen. Und ich meine, wenn man immer wieder raus und rein geht in ein Gebiet, oder ist es nur im Original so gewesen? Na, auf jeden Fall. Im Original war es auf jeden Fall so, man musste immer hin und her switchen, von Route X zu Route Y, hin und her, die ganze Zeit nach oben, unten laufen und hoffen, dass es auf der Map endlich da erscheint, wo du es haben willst. Seht ihr, genauso funktioniert das nämlich, weil jetzt ist es komplett woanders. Deshalb suchen wir uns eine Route aus, wo wir direkt hin und her wechseln können, wo sich die Route ständig ändert.
Ich meine, sogar direkt hier wäre eine passende Route. Jetzt hier, wo ich gerade bin. Deshalb hopfen wir mal auf unserem Bike. Sollen wir jetzt auf die Map schauen? Wir gehen in das Gebäude rein. Gehen hier lang. Und dann müsste es wieder woanders sein, oder? Es bleibt da. Okay, warum? Warum bleibst du da? Muss ich jetzt die ganze Zeit hin und her fliegen, bis es irgendwo bleibt? Also bis es irgendwo in meiner Nähe bleibt, meine ich? Oder wie fange ich Vesprit am besten? Oh Gott, das ist ja nervig. Okay, jetzt ist es in meiner Nähe. Jetzt ist es in meiner Nähe. Es ist über mir. Es ist direkt auf der Route über mir? Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Jetzt ist es aber mal dort oben. Und ich wette, wenn ich jetzt hier reingehe und dann nach oben rauskomme, ist es wieder komplett woanders. Habe ich recht? Oh, ja, das wilde Pokémon will noch nerven. Nö, ich gebe dir aber keine Screentime. So, lass mich kurz schnell durch. Um es zu prüfen, mal bestimmt. Wenn ich jetzt hier durchgehe, dass es wieder komplett woanders ist und ich es abfangen muss irgendwie. Okay, noch ist es da. Wir sehen's. Es ist rechts oder so. Ich weiß es gerade nicht, wo es ist. Ich hoffe, ich komme schnell durch. Okay, es ist jetzt da ganz hinten. Oh! Hey! Wir haben es abgefangen! Das war einfacher, als ich dachte. Oder warte, ist das jetzt hier eine neue Route und der muss laden? Nee. Es könnte hier drin sein, direkt. Hier im Gras. Also das Original-Theme war auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingslieder in ganz Pokémon. Das ist auch ebenfalls richtig episch. So, und verdammt, ich habe keinen Horrorblick. Ich hoffe, ich brauche keinen Horrorblick für das Viech. Ja, jetzt muss ich überlegen, will ich Konfu-Strahl einsetzen oder Toxin? Ich glaube, ich will sogar Konfu-Strahl einsetzen. Bitte sag mir nicht, ich brauche Horrorblick, weil sonst muss ich eben cutten und... Ja, Trauma geht wieder Horrorblick erleer. Das beantwortet meine Frage. So, ich zeige euch mal die Taktik, die ich immer gemacht habe früher. Irgendeine Stadt nehmen oder eine Route nehmen, wo ihr die ganze Zeit hin und her switchen könnt. Und einfach auf der Karte achten, wo es sich gerade befindet. Jetzt gerade ist es da unten. Es wird auch gerade nicht weggehen aus irgendeinem Grund, aber es wird da gleich weggehen. Da. Und das immer so weitermachen, bis es irgendwann an einem Ort ist, wo man es haben will. Hier zum Beispiel. Es kommt gerade in die richtige Richtung. Es kann sich auch total random porten. Also einfach immer so lange weitermachen, bis man es da hat, wo man es haben will. Aber immer gucken, wo es ist. Weil es kann sein, dass es mal auf deiner Route ist und dann gehst du auch aus Versehen wieder in die Loading Zone. Das ist dann ein bisschen blöd. Dann ist es wieder weggeflogen. Ja, und das mache ich jetzt, bis es bei mir landet. Ach, und übrigens, wenn ihr einmal ins wilde Gras geht, während ihr nach der Suche nach dem Ding seid, fliegt es auch wieder weg. So, jetzt habe ich es hier, wo ich es haben will. Wo ich es haben will. Und zwar hier unten müsste es sein. Genau hier. Gibt es hier Gras? Irgendwo? Hier gibt es Gras. Okay, dann muss es wohl hier sein. Obwohl, jetzt bin ich ein bisschen links. Ich weiß es gerade nicht. Ob es hier richtig ist. Angeln kann ich es natürlich nicht, ne? Was ist da? Die Karte muss nicht immer stimmen. Aber ich will halt sicher gehen. Nicht, dass ich den random Encounter bekomme mit dem Pokémon, was ich überhaupt nicht haben will. Ups, hier geht's ja gar nicht. Okay, versuchen wir es mal hier links. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier links ist, irgendwo. Nee, verdammt. Oh, anscheinend fliegt es nicht immer nach einem Kampf. Jetzt zum Beispiel ist es noch hier. Okay, vielleicht... Es ist ja einfach hier. Komm schon, gib mir ein Pokémon. Ist es hier vielleicht? Es könnte hier sein. Nee, auch nicht. Okay, es war doch hier oben. Anscheinend kommt es nur manchmal. Manchmal kommen einfach random irgendwelche wilden Pokémon. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert hier. Aber jetzt habe ich dich wieder.
Traumfugie schön vorne mit der neuen Attacke, die ich gerade beigebracht habe. Beziehungsweise die hatten wir ja schon vorher. Hab's nur gewechselt wegen der Liga. Ich dachte, ich könnte gebrauchen. Habe ich doch nicht gebraucht. Egal. Horrorblick, du bleibst schön im Kampf. So, kann nicht mehr fliehen. Kann nicht fliehen. Es wollte gerade fliehen. Mehr wollte es nicht. So, jetzt will ich mal gucken, wie viel Damage macht Psystrahlen. Weil das ist ja nicht sehr effektiv. Ich will es ja nicht killen. Ich will es ja fangen. Ich weiß, es ist ein Legi. Und es hat viel Verteidigung. Also relativ viel, ne? Aber ich weiß nicht, was ich mich traue. Weil das ist sehr effektiv. Nicht normal effektiv, das ist sehr effektiv. Deshalb kann ich eigentlich gerade nur Psystrahlen einsetzen. Ich weiß nicht mal, ob ich switchen kann. Ist halt das Problem gerade. Sonst, ich schwäche es einfach. Oh, Flottball, könnte ich natürlich auch probieren. Oh, da komme ich erst jetzt drauf. Egal, Flottball ist jetzt schon zu spät. Was habe ich denn alles noch? Ich habe ein paar Hyperbälle. Die meisten davon sind eigentlich noch für Pika gewesen, aber ich brauche die halt nicht. Okay, einmal wackelt es schon. Ich glaube, ich sollte das auf jeden Fall noch ein bisschen mehr schwächen. Ich weiß halt nicht, ob Horrorblick für den ganzen Kampf bleibt oder ob es so lange bleibt, bis ich mein Pokémon wechsle. Das weiß ich halt gerade nicht mehr. Aber ich mache ja nicht so wenig Damage. Ich kann dann schon noch so 2-3 Runden angreifen. Ich meine, das Ding ist jetzt auch nicht unbedingt stark. Wir sind jetzt schon 60 Level drüber. Also, ich denke nicht, dass es uns KO hauen wird. Ansonsten, ich habe ja noch ganz viele Tränke übrig. Mein Angriff kann nicht weiter sinken. Hallo? Was hast du denn da vor, Vesprit? Das Verspielte der drei. Oh, schlecht, wir haben es verwirrt. Oh nein, das war nicht Teil des Plans. Wenn ich es jetzt kill, muss ich komplett mein Spiel resetten. Und ich habe zuletzt am Anfang der Folge gespeichert. Ups. Schmeißen wir jetzt einfach lieber die Bälle. Hoffen, dass es bleibt, aber ja, Legis sind eigentlich auch dazu bekannt. Oh, es ist zum Glück verwirrt. Ja, Legis sind eigentlich auch dafür bekannt, dass die nie, aber wirklich nie in den Bällen bleiben. Sowas können wir eigentlich die ganze Folge lang erwarten. Das wird auch die ganze Folge lang hier sein. Die drei versuchen zu fangen. Wenn ich zu lange brauche, teilen wir das auf 2 Folgen auf, aber ja. Ich habe mir natürlich den schlimmsten als allererstes ausgewählt. Vesprit meine ich. Ist das schlimmste von den dreien. Ja, ich habe auch einen Meisterball, aber den habe ich noch für was ganz anderes geplant. Ja, schmeiß mal einen Superball. Vielleicht gefällt er dir mehr. Oh, ja, tatsächlich einmal. Nice. Es gibt auch in dem Spiel einen Superwurf. Ich glaube, den gibt es seit Gen 6. Und zwar, was der macht, ist, der hat eine sehr, 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 sehr kleine Chance zu passieren. Irgendwie so 1 zu 1100, was auch immer, was es war. Und zwar, wenn du einen Ball wirfst und den Superfang hast, dann muss es nur einmal wackeln und das Pokémon ist drin. Also ähnlich wie so ein Meisterball-Effekt. So ähnlich. Oh oh. Tja, jetzt werde ich es wohl herausfinden. Woher will ich switchen? Vielleicht kann ich einfach nur kurz heilen. Hypertrank schnell drauf werfen. Ich mag das Theme hier. Aber das Original mag ich auf jeden Fall viel mehr. Okay, Spezialverteidigung sinkt die ganze Zeit. Ist nicht so schön. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, wir haben's. Ja, wir haben's. Ja, Mann. Das hat gar nicht mehr so lange gedauert, wie ich erwartet habe. Ich habe wirklich erwartet, dass wir 10 Minuten lang sitzen. Aber ne. Das Ding war noch 10 Bällen schon drin. Das war erstaunlich einfach. Muss ich zugeben. Ja, tatsächlich. Vesprit. Es schläft auf dem Grund eines Sees. Man sagt, sein Geist verlässt den Körper und fliege über die Wasseroberfläche. What? Das Emotions-Pokémon, ja. Also falls ihr nächstes Mal ein Emoji schickt, denkt an Vesprit. Es war doch nicht so nervig, wie ich dachte, das Viech. Ja, gebe ich es ein Nickname? Erstmal nicht. Moment, fällt mir noch nichts ein. So, da haben wir eins der drei gefangen. Das wird uns jetzt auch im Pokédex angezeigt. Vesprit. Aus irgendeinem Grund als zweites. So, die Karte brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
auf zum zweiten Viech. Obwohl, warte. Bevor ich zum zweiten Viech gehe, erstmal speichern, dass ich es gefangen habe, ja. Und am besten noch schnell heilen. Schnell heilen. Ja, jetzt fehlen noch Selfe und Tobuts. Und bei denen ist es so... Ich kann euch sagen, ich habe das schon vorher gesagt, die sind nicht so nervig. Also Vesprit war wirklich, ist wirklich das Schlimmste von den dreien. Also, schätze ich, haben wir das Schlimmste hinter uns? Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie einfach das war. Ihr müsst euch vorstellen, als Kind hatte ich nie ein Pokémon oder bin auch nie auf die Idee gekommen, ein Pokémon zu haben mit Hyperblick. Horrorblick meine ich. Und deshalb war das viel schwieriger damals für mich als Kind, weil es immer wieder nach einem Ball geflohen ist. Aber einen Ball geworfen, ach, hat nicht geklappt. Nächstes Mal. Immer wieder suchen gehen, das hat so genervt. Was geklappt hat natürlich, worauf ich auch als Kind drauf gekommen bin, ist einfach es in den Schlaf zu setzen. Ja, hier in die Stadt müssen wir später nochmal hin. Es in den Schlaf zu setzen oder es sonst was zu machen mit dem Viech. Ja. Also ja, ich habe früher immer versucht, es in den Schlaf zu setzen, damit ich ein paar mehr Bälle schmeißen kann. Aber da muss ich natürlich auch dran denken, das Pokémon, also mein Pokémon mit der Attacke auf erste Stelle zu setzen und zu hoffen, dass ich überhaupt schneller bin. Weil die Dinger, die Viecher sind nicht langsam. Die sind in Ordnung schnell, relativ schnell, es geht. So. Aber von mir kann es definitiv nicht entkommen. Das hier oben im Stärke, in der Stärke-Grotte, ist Selfe? Einen Moment mal. Das müsste dann bedeuten, dass hier unten, hier, beim Kühnheitsufer, Tobuts ist. Moment, das macht alles gar keinen Sinn. Das ist voll die komische Reihenfolge. Hier müsste eigentlich Selfe sein. Hier Tobuts. Und hier Vesprit. Oder nicht? Also, das macht für mich gerade gar keinen Sinn. Das, naja, egal, komm. Selfe! Selfe! Das ist das nächste Viech. Und wie ihr seht, es haut nicht ab. Nur Vesprit, weil es spaßig ist und Bock drauf hat. Haut ab, weil es fühlt sich immer wichtiger und besser. Oh, Junge, dieser Backfront sieht so cool aus. Hier auch so auf dem Wasser. Ja. Ich meine, wir brauchen keinen Horrorblick mehr. Deshalb können wir es eigentlich direkt angreifen. So, und es hat den exakt gleichen Typen wie Vesprit. Ne, das Ding haut nicht ab. Das bleibt hier. Nur Vesprit braucht den Horrorblick. Naja, immerhin ist eins davon gegessen. Ich versuche jetzt mal Spukball. Ich habe vorhin gespeichert. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler mit Spukball. Das ist One-Hitted. Ist One-Hitted natürlich. Ist es jetzt... Ich meine, die Legis, wenn man sie besiegt... Ja, der Level-Up ist sowieso jetzt nicht da. Der ist jetzt weg. Ich resette jetzt. Aber ich meine... Ja, ich glaube, wenn man... ja, ich glaube, wenn man die Liga nochmal durchmacht, dann... Okay, ich habe ein Autosave an. Und das ist eigentlich nicht gut. Soll man eigentlich ausmachen, vor allem jetzt nach dem... Nach der Liga ist es am besten, es auszumachen. Ich mach's noch mal schnell aus. Ja, ich glaube, wenn man die Liga übrigens durchmacht, dann sollten alle Ligis, die man gekillt hat, wieder respawnen. So, automatisches Speichern. Stelle ich jetzt das mal aus. So. Vor allem auch später fürs Shiny Hunting wichtig. Ich werde nämlich wahrscheinlich auf twitch.tv/mackiesamten Shiny Hunten. Und ja. Yeah. Das ist der Plan. Also. Oder ich pack Tricky nach vorne. Wäre auch nicht schlecht. Kurz speichern. Und let's go. Wow. Ich hab's wahrscheinlich schon mal gesagt, aber ja, ich liebe diese Gestalten immer auf dem Boden hier. Ich find schade, dass man das hier nicht im Kampf sieht. Das ist einfach nur eine große Pfütze. Die schön spiegelt natürlich, aber trotzdem. Ich weiß auch nicht. Wie auch immer, du bist Nummer 2 auf meiner Liste. Selfe. Wir versuchen direkt mal den Flottball, den habe ich nämlich vorhin wieder vergessen. Nie vergessen, den Flottball erst zu werfen, wenn das Pokémon nicht fliehen kann.
Es war ein Versuch wert. Ich sag's so, wie es ist. Es war ein Versuch wert. Natürlich würde es nicht drin bleiben, aber ich habe es gehofft, dass es zumindest ein bisschen wackelt und ich mich dadurch besser fühle. Naja, egal. Ich weiß nicht, ob der Finsterball hier Sinn macht. Das wird jetzt erschwächen. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob der Finsterball hier Sinn macht. Ich weiß nicht, wie dunkel dieser Ort hier zählt. Weil es ist ja eigentlich eine Höhle. Aber keine Ahnung. War jetzt nicht so das Klügste. Warum habe ich Tricky nach vorne getan? Ich habe es nach vorne getan wegen Kung-Fu-Strahl. Aber für Attacken bin ich zu stark. Meine ganzen Bomben sind einfach zu stark. Das geht aber gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich es schwächen soll. Meine Bomben sind zu OP im Moment. Es gibt auch die Attacke Trugschlag. Das Pokémon, was davon getroffen. Ich glaube, es war Trugschlag. Und zwar, weil es die Attacke ist, wird das Pokémon immer mindestens ein KP behalten, wie als hätte es Robustheit. Und ich könnte Nassschweif ausprobieren. Ich könnte mit Tate Nassschweif ausprobieren. Ich glaube, die Attacke ist nicht sehr stark. Zumindest nicht stark genug ist, um es One zu hitten. Eins zu schlagen. So, schlägt sich übrigens gerade selber, aber macht halt nicht viel. So, wir versuchen mal einen Nassschweif. Ich denke mal nicht, dass es das One hittet. Das wäre schon lächerlich. Aber es macht sehr viel Damage. Okay, nochmal werde ich es auf jeden Fall nicht machen. Da es sich gerade selber wehtut. Oh oh. Jetzt auf jeden Fall die Bälle schmeißen. Den Hyperball am besten. Ja, das passiert eigentlich so gut wie immer bei legendären Pokémon. In den alten Spielen viel, viel öfter, habe ich das Gefühl, als hier. Aber trotzdem. Das passiert sehr, sehr oft. Das war fun, mal wieder den Superball. Zu gucken, wie der Kontrast hier aussieht. Okay, exakt gleich. Naja, naja. Okay, es ist nicht verwirrt. Das ist sehr gut. Ja, Amnesie spammen die sehr oft. Ich denke, wenn die das mal ein paar Mal gemacht haben, bis sie es nicht mehr machen können, könnten wir sie vielleicht nochmal angreifen. Das könnten die dann vielleicht überleben. Das sollten wir auch übrigens immer überleben. Sollte eigentlich keinen großen Damage machen. Und ja, jetzt haben wir noch 100 Bälle. Ich denke, das wird reichen. Okay, das sah schon mal gut aus. Zweimal ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe aber ein bisschen Angst so. Man kann diese Pokémon natürlich shiny hunten. Einfach davor saven und dann einfach immer wieder Encounter machen, Spiel neu starten. Ich weiß, bei dem Spiel ist es sehr nervig zu shiny hunten, weil das Spiel neu starten super ewig lange dauert. Oh mein Gott, ich dachte gerade schon. Dreimal hat es gewackelt. Aber ja, einfach Encounter machen, ist nicht shiny. Resetten, einfach Spiel, einfach Homebutton, Spiel ausmachen, Spiel wieder anmachen. So einfach kann es gehen. Ich kann euch nur sagen, ihr habt nicht ewig Chancen, also es wird nicht für immer so dauern. Und darüber rede ich, nicht darüber, dass eure Pokémon irgendwann mal down gehen könnten. Ich rede darüber, dass Selfie irgendwann mal keine AP mehr hat. Oder allgemein, jedes Legi irgendwann mal keine AP mehr hat und einfach struggelt. Wenn ein Pokémon keine AP mehr hat, keine Attacken einsetzen kann, alles leer, hast du alles schon drauf eingesetzt, dann struggelt das Pokémon, dann setzt Verzweifler ein. Das macht sehr viel Damage, aber genauso viel Damage auch auf das Pokémon selbst. Und damit killt es sich dann selbst. Da muss man drauf aufpassen. Dass es sich nicht aus Versehen automatisch selbst killt, weil man zu lange gebraucht hat. Also wir werden hier nicht nach einem Kampf 100 Bälle benutzen, weil so viele AP hat kein Pokémon. Kein Pokémon kann 100 Attacken hintereinander einsetzen. Das geht einfach nicht. Jetzt mal zum Kontrast den Superball. Ja, keine Ahnung. Muss einfach hier Glück haben, dass es irgendwann mal drinnen bleibt. So wie früher einfach. Ja, ist mir jetzt auch egal, ob die ganzen Pokémon down gehen. Ich bin jetzt nicht hierfür, um die XP abzustauben. Ich bin hierfür, ach ja, auszusehen, nicht auf Flucht drücken. Das wäre sehr fatal, das sollte man nicht machen. Ja, ich bin hier nur dafür, da, um es in meinen Pokédex reinzukriegen. Man kann die natürlich shiny hunten. Aber ich habe andere Pokémon vor zum shiny hunten. Mehr dazu aber dann in späteren Folgen. Es gibt nämlich noch mehr Legis als nur die, die wir im Pokédex brauchen.
Aber ich denke, die zeige ich dann erst, wenn ich mit der After-Story durch bin. Wo es übrigens auch ein paar Legis gibt. Also ja. Oder was heißt ein paar Legis? Nicht wirklich, aber egal. Da gibt es auf jeden Fall Hinweise zu Legis, kann man sagen. Wie auch immer. Werden wir dann demnächst sehen. Oh Gott, ich hoffe, ich brauche keinen Zweiteiler hier. Deutsch. Ich hoffe, ich mache keinen Zweiteiler hier draus. Das wollte ich sagen, genau. Nicht so schnell reden. Kommen auch die ganzen Wörter in der richtigen Reihenfolge aus meinem Mund? Ja, ja. Weil Selfe ist gerade viel schlimmer drauf als Vesprit. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Okay, du hast es so gewollt. Der Timerball! Der Kampf geht zu lange. Meinst du nicht auch? Ja. Selfe meint auch, dass der Kampf zu lange ging. Ein Timerball ist am effektivsten, wenn der Kampf zu lange geht. Ja, so einfach. Und da haben wir Selfe. Man sagt, dass sein Erscheinen den Menschen die nötige Weisheit verlieh, um ihr Leben verbessern zu können. Das Wissens-Pokémon. Ja, und das ist natürlich ein guter Name für Selfe, für so ein schlaues Pokémon. Seife. Jetzt heißt es Seife. Cool. Man hätte auch Selfie nennen können, aber egal. Ja, und damit haben wir dann zwei. Genau. Das waren zwei von drei. Und nun auf zum dritten Viech. Das befindet sich hier. Bei den Hotels und alles. Ich denke, da kommt man am schnellsten hin von Weideburg aus. Ich meine, von der anderen Stadt kann man es auch machen. Ich weiß nicht, welche Stadt von wo aus es schneller ist. Von Weideburg oder von Schleiede, glaube ich, war das die Stadt. Aber ich gehe meistens eigentlich diesen Weg lang. Auch wenn hier Gras ist, fühlt es sich trotzdem ein bisschen schneller an. Hier ganz schnell. Und dann ist man auch schon da. Weil bei der anderen, beim anderen Weg sind überall Zäune und die nerven einfach und dann kannst du dich da aufhalten. Und das will man natürlich nicht. Und ja. Hier ist nun Tobutz, das letzte Viech. Das blaue. Beim See der Kühnheit. Oh Gott, außenrum. Nein! So, hab noch mal eben kurz mein Team gefittet. Ups, doch nicht ganz. Schick immer noch ein bisschen was. Hab vergessen zu heilen, deshalb nehme ich einfach meine Items, die ich noch von der Liga gekauft hatte. Wow. So, Tater mal nach vorne geparkt. Und nun auf zum letzten Viech. In der Kühnheitsgrotte ist die Tinten. Also hier steht ja dann Vesprit, hier steht Selfe und hier steht Tobutz. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier speichern. Oh yeah. Ich hoffe, du brauchst nicht lange zum Fangen. Tobu! Das letzte der drei. Tobutz. Natürlich nicht vergessen, am Anfang jedes Legikampfs den Flottball, denn der kann's. Oh yeah! Hab ich recht, Flottball? Du bist recht cool, oder? Es hätte funktionieren können. Gib es zu. Hätte klappen. Ich hab das Gefühl, ich werde das aufteilen müssen. Oder eine XXL-Folge machen hier raus. Das kann auch passieren. Wenn es sich nicht lohnt für eine zweite Folge, dann mache ich hier raus einfach eine XXL-Folge. So, Nassschweif. Hat ja vorhin auch geklappt. Platsch. Wow, wie viel Damage. Hat Tobutz weniger Verteidigung? Oder hat... Ah nee, wegen Amnesie. Weil es hat keine Amnesie eingesetzt. Okay, aber es ist perfekt. Roter Bereich ist eigentlich perfekt. Man kann natürlich noch ein bisschen weiter runterkriegen, wenn man irgendeine Attacke dafür hat, aber... Braucht es nicht unbedingt. Solange es im roten Bereich ist, ist es eigentlich schon gut genug.
Und das ist für mich zu risky. Und deshalb schmeißen wir wieder die Bälle. Bitte bleib einfach drin, okay? Bitte. Also Westwood haben wir im Überball. Die ich, dann nur Selfe. Im Timerball. Und Thomas könnten wir ja vielleicht in einem Primärball oder in einem Superball bekommen, oder? Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Was weiß ich. Das wäre lustig, wenn man so ein Dialga, was der Herr der Zeit ist. Das wissen wir nicht, weil wir Diamanten nie gespielt haben. Sondern wir spielen hier Perl. Aber trotzdem, wäre lustig, wenn man Dialga in einem Timerball fangen würde. Ich lehre wegen Pokémon der Zeit und Timer. Naja, egal, muss ich nicht erklären. Yay, yeah, es liebt mich. Hat sich nicht treffen lassen. Ist mir egal. Hyper Ball. Hyper, Hyper. Bam. Oh. Oh, haben wir's? Oh, wir haben's. Das hat gar nicht lange gedauert. Ungefähr auch so lange wie Selfe oder wie Vesprit. So um den Dreh. Ja, cool. Easy. A3 gefangen. Schon ein paar Levels abstauben, aber ist egal. Man vermutet, dass Selfe, Vesprit und Turbos alle demselben Ei entsprungen seien. What? Dreilinge? Oder Drillinge heißt das ja? Windskraft-Pokémon. Ja, der tobende Butz. Packen wir in die Box. Und damit haben wir alle drei Seeviecher, Seemonster, gefangen. Na gut, sind ja keine Monster, sind ja Viecher. Keine kleine Viecher. So, nach hinten. Ja, ich war ein bisschen faul mit dem Fangen. Hol ich noch nach irgendwann. So, jetzt haben wir Selfe, Vesprit und Turbutz. Aber wie fange ich bitte in Pokémon Perl das Pokémon Diamant? Pokémon. Wie mache ich das?